So Freunde, wir müssen uns ein bisschen beeilen, es wird nämlich dunkel gerade hier draußen und ich habe hier kein großartiges Licht draußen. Dass wir wenigstens schaffen, noch die Räder drunter zu schrauben. Also mir geht es erstmal um Folgendes, ich erkläre euch. Also wie ich finde, ist es wichtig, dass die Last, also das ganze Gewicht von der Säge und dem Korpus abgeleitet wird über die Seitenwand hier. Das heißt, ich werde also versuchen, oder was heißt versuchen, ich werde so dicht wie möglich das Rad an den Rand dran bringen. Hier kommt nachher keine Verkleidung vor, das heißt, das Rad kann also frei drehen nachher. Und ich werde es natürlich so montieren, dass ich zumindest von beiden Seiten an die Bremse rankomme. Das heißt, es muss hier über den Rand drüber gucken, an dieser Stelle hier. Und es muss hier über den Rand drüber gucken, dieses Bremsteil hier. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Wir haben ja bisher unter diesem, unter meinem Unterstand für die Säge, die Räder erstmal nur provisorisch drunter gebaut. Bevor wir es jetzt versteifen, möchte ich als erstes die Auflagefläche für die Räder vergrößern und damit sie endgültig befestigen. Das heißt, ich werde mir aus diesem Stück Siebdruck jetzt 10x10 cm Auflage machen, wo dann jedes einzelne Rad nochmal diese extra Auflage bekommt, um einfach das Gewicht besser zu verteilen. So, gehen wir mal zum Sägen raus. Jetzt habe ich erstmal 6 Auflager für 6 Rollen. Die habe ich jetzt erstmal vorweg gemacht, weil ich ja das ganze Ding nachher umdrehen muss, wenn wir das Untergestell drunter gebaut haben. Oder zum Unterbauen besser gesagt. So, ich würde sagen, jetzt bereiten wir soweit alles vor, dass wir das Untergestell zusammenbauen. Was heißt zusammenbauen? Wir müssen es ja eigentlich erstmal herstellen, also stellen wir es erstmal her. Ja, ich würde sagen, auf geht's. So Mädels, jetzt werden wir zum Schweißen übergehen. Guckt nicht großartig auf meine Freihandschneidekünste, das ist alles nicht ganz gerade. Ich hoffe, dass wir es trotzdem ordentlich geschweißt kriegen. Wir machen das Ganze mit dem Elektrodenschweißgerät. Das ist ungefähr 100 Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Ich hoffe, es klappt trotzdem irgendwie. Ich hoffe vor allem, dass mein Gerät noch funktioniert. Lass uns loslegen mit dem Schweißen. Zack, ab. So, Leute. Das Video könnte ich jetzt auch nennen, so schweißt ihr gefälligst nicht. Also, ich habe euch einfach nur mal zeigen wollen, wie man nicht schweißt. Nein, also ich habe das mal irgendwann gelernt, das Schweißen. Fakt ist, ich schweiße sicherlich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ich hätte mich einschweißen müssen mit dem Gerät, das Gerät richtig einstellen müssen. Aber, es sollte schnell gehen. Und nehmt euch an meinen Schweißkünsten jetzt mal kein Beispiel.
So, Ladies, wir haben jetzt also die Schweißnähte. Wir haben jetzt also die Schweißnähte fertig. Wir haben alles schön sauber abgeschliffen und dabei habe ich festgestellt, dass bis auf eine Schweißnaht alles andere eigentlich so akzeptabel ist, zumindest für den Zweck, für den ich es gemacht habe. Kann man so sicherlich nicht verkaufen, aber für das, was es soll, reicht es. Also wie gesagt, eine Schweißnaht habe ich jetzt ohne euch nochmal neu gemacht. Die sieht jetzt auch wieder wesentlich ordentlicher aus. Insofern, ja, sind wir damit durch. Was wir jetzt noch machen müssen. Das Gestell ist etwas größer geworden, als ich es eigentlich geplant habe. Wird sicherlich wieder ein Messfehler gewesen sein, oder? Ja. Oder ich kann einfach wie immer nicht rechnen. Jedenfalls müssen wir jetzt hier die Ecken noch abschneiden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe das mir schon mal angezeichnet, dass die Auflager für die Rollen nachher auch wieder drunter passen, denn so wie sie jetzt sind, passen sie nicht. Ja. Ja, du auch. Ich hab dich heute ja noch gar nicht gehört. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Color trees, your yellow leaves move me. Dancing with your... Boah, blendet ein bisschen von da, Leute. Ich habe jetzt alle Löcher mir einmal durchmarkiert, indem ich einfach nur die Spitze hier benutzt habe. Ich werde jetzt den Rahmen hier nochmal runternehmen und dann mit einem ganz dünnen Bohrer einmal durchbohren und dann von der anderen Seite Platz schaffen. Mit einem Forsterbohrer für den Kopf und die Unterlegscheibe von der Schlossschraube hier. Dann kann man das alles von unten festziehen und ist auch ordentlich versteckt. Also die Köpfe können nirgendwo stören, wenn ich nachher hier Schubladen oder sonst irgendwas drin habe. Das machen wir jetzt mal schnell. So Leute, ich habe das jetzt so eingestellt, dass wir so gerade so auf der anderen Seite durchkommen. Ich habe einen so dünnen Bohrer genommen, dass das mit dem Forstnerbohrer ich trotzdem nachher noch Führung habe. Würde ich jetzt einen größeren Bohrer nehmen, würde der Forstnerbohrer hin und her wackeln und findest keine Führung mehr. Also dünner Bohrer, wenn man sowas bohrt. So Leute, ich habe mir hier das auch markiert, wie tief ich rein darf. Das ist hier die zweite schwarze Linie. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Dass das am Ende ungefähr so aussieht. Also ich zeige euch das mal aus der Nähe. Dass das nachher hier bündig ist. Das ist halt wichtig, dass wenn wir hier nachher Schubladen oder irgendwas anderes drin haben, dass da nichts dran hängen bleibt. Das muss bündig glatt sein. So, und das sind die kleinen Löcher, die ich durchgebohrt habe. Vielleicht sieht man das. Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls sind sie hier. Hier kann ich dann mit dem Forstnerbohrer angreifen und rein. Testen. Perfekt, ist sogar ein Ticken tiefer, gefällt mir noch besser. Ja Leute, so bohre ich jetzt einfach mal alle durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war der letzte. So Jungs, ich habe natürlich einen Fehler gemacht beim Bohren der Löcher, und zwar das mittlere Loch hier. Das trifft genau auf meine Mittelwand hier, die ich hier in der Mitte stehen habe. Das habe ich natürlich beim Bohren der mittleren Löcher nicht bedacht, also brauchen wir da jetzt eine Notlösung für. Und ich denke, ich werde das einfach versuchen, mit einer dicken Spackschraube in der Mitte festzuziehen. Ist nur eine Notlösung, aber ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Und deshalb werden wir das so machen. Jo, ich werde jetzt erstmal den Rahmen festschrauben.
So. So, ihr Lieben, den Rahmen haben wir drauf, genauso wie ich ihn haben wollte. Bis auf die zwei Punkte hier in der Mitte, aber das habe ich mit Spackschrauben gelöst. Es ist alles wieder montiert. Im Prinzip hat sich nicht viel geändert, außer dass mein Korpus jetzt wesentlich robuster, wesentlich verwindungssteifer ist. Und das, genau das ist wichtig, denn der Aufbau hinterher, was hier alles oben drauf kommt, wird relativ schwer. Und ja, das gewährleistet mir zumindest so ungefähr, dass am Ende meine Einstellungen, die ich an der Säge vornehmen werde, auch erhalten bleiben und nicht bei jedem Mal rein- und rausschieben, sich verstellen werden. Ich werde mich jetzt bequem hier, um dieses Chaos zu beseitigen. Ich werde aufräumen, alles sauber machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Vielleicht abonniert ihr irgendeiner von euch. Das ist übrigens kostenlos. Ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Tschüss.